In DaVinci Resolve kannst du die Clipgeschwindigkeit ändern, indem du den Clip anwählst, hier auf die Tools gehst und dann hier in der Mitte die Geschwindigkeit anpasst. Wenn du das in der Edit-Page machen willst, dann kannst du das auch machen, indem du ganz einfach hier oben den Inspektor aufmachst und dann hier deine Geschwindigkeit anpasst. Nur wichtig zu wissen ist, in der Edit-Page hast du hier noch einen Haken mit Ripple Sequence und das bedeutet, der trimmt dann auch am Ende das Ganze weg. Wenn ich das schneller mache, dann wird das Ganze kürzer. Wenn ich das nicht mache, dann versucht er den Clip zu füllen. Hier kannst du übrigens auch noch die Clipgeschwindigkeit umdrehen, also rückwärts spielen lassen oder ein Freeze Frame draus machen. Und wenn du deine Clipgeschwindigkeit dynamisch anpassen willst, dann kannst du ganz einfach mit Rechtsklick auf die Retime Curve gehen oder Shift C drücken und dann in diesem kleinen Dropdown hier Retime Speed auswählen und kannst jetzt hier Keyframes setzen, mit denen du dann ab dem Keyframe deine Geschwindigkeit ändern kannst, zum Beispiel schneller oder dann noch ein Keyframe setzen, langsamer machst und diese Speed Points kannst du auch noch auswählen und dann auf dem linken Symbol hier das Ganze smooth machen für smooth Speed Ramps. Wenn du merkst, du willst irgendwo noch schneller gehen, kannst aber nicht, dann findest du hier oben rechts oder auf der anderen Seite links diese kleinen 300% und die kannst du einfach größer oder kleiner ziehen, um deine Skalierung zu erweitern und so kannst du zum Beispiel auch 1300% deiner Geschwindigkeit eintragen. Das ist zum Beispiel super hilfreich, wenn du ein Video als Hyperlapse machen willst, aber falls du ein Hyperlapse-Video wirklich aufnehmen willst, dann schau dir dieses Tutorial an. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier, ciao!